Guten Morgen, es ist Samstag, der 16. März 2024 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für linksoffene Rechte, rechtsoffene Linke und alle anderen, die noch ganz dicht sind. Den Podcast, dessen deutsche Gäste inzwischen mehrheitlich im Ausland leben müssen. Ihr Lieben, es ist wieder soweit, oder es war wahrscheinlich immer so. Jedenfalls ist der Preisregen wieder am Prasseln. Es hagelt wieder Ehrungen für artige Leute. Unter anderem wurde der Grimme-Preis wieder vergeben. Der Deutschlandfunk schreibt, der 1964 erstmals vergebene Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis. Er feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum. Und 12 von 14 Grimme-Preisen gehen dieses Jahr an die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Nein. Ja, ja, das überrascht uns nicht sonderlich, aber es wird noch schöner, denn es gab, so schreibt News, auch eine Preisverleihung im sogenannten Allianzforum in Berlin und da wurde die ZDF-Journalistin Dunja Hayali geehrt. Sie hat den Talisman-Preis der Deutschlandstiftung Integration erhalten und das tolle Annalena Trampolina-Baerbock hat die Laudatio gehalten. Baerbock sagte, ich habe lange überlegt, ob ich diese Rede heute hier überhaupt halten kann, so schreibt News. Eine Politikerin, eine Ministerin, die eine Journalistin ehrt. Zwischen Journalisten und Politikern gäbe es in Demokratie zu Recht sehr klare Trennlinien, sagte Baerbock. Doch Baerbock weiß sich aus dem Dilemma zu befreien. Sie ehre Hayali nicht als Journalistin, sondern als große und mutige Demokratin. Ja, soweit sind wir, ihr beiden. Und wir wissen ja, also ein Papst, ein Oberhaupt der katholischen Kirche, das Frieden fordert, das ist ein Nazi. Das ist ein ganz böser Nazi, der muss irgendwie zur Ordnung gerufen werden. Jedenfalls erregt sich halt Politdeutschland, also das grüne Politdeutschland, darüber, dass der Papst das getan hat. Der Deutschlandfunk schreibt, der Papst hatte in einem Interview gesagt, wenn man sehe, dass es nicht gut laufe, müsse man den Mut haben zu verhandeln, bezieht sich damit auf den russisch-ukrainischen Krieg. Weil Franziskus auch den Begriff der weißen Fahne benutzte, wurden seine Worte unter anderem in der Ukraine als Aufruf zur Kapitulation gewertet. Der Vatikan erklärte später, Franziskus habe vor allem zu einem Waffenstillstand und einer diplomatischen Lösung aufgerufen. Matthias, das ist ein Skandal, oder? Also ein Papst, der Frieden fordert, das ist offenkundig ein antidemokratisches Schwein. Geht gar nicht. Und ja, was aber wirklich, ne, also ironisch gemeint, es ist wirklich. Ach so, das war Ironie, ich meine das mit solchen Aussagen inzwischen umgegangen wird. Mir fällt da der Mütze nicht ein, SPD-Fraktionschef, der zu dieser Taurus-Debatte da eigentlich was ganz Ähnliches gesagt hat. Und das geht dann aber so durch, der gesagt hat, man müsse doch jetzt auch mal Wege finden, wie man nicht nur immer wieder Waffen liefert und das doch nicht zu einer Lösung führt, sondern wie man so einen Konflikt einfrieren. Und da buten schon die ersten in deutschen Bundestagen, wo ich gedacht habe, Leute, was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Ja, dieser Mensch, auch der Papst und andere sind nicht wenige, schlagen doch einfach nur vor, Leute, steckt die Köpfe zusammen, redet miteinander, findet irgendwie einen Weg. Und immer wieder diese Behauptung, dass nur eine Seite dazu nicht bereit sei und die müsse doch als erstes mal den Krieg beenden, bevor man redet, das halte ich für ziemlichen Bullshit, weil es kann doch nicht das Ergebnis solcher Verhandlungen vorweggenommen werden. Es muss einfach mal wieder ein Kanal gefunden werden, wo alle miteinander ins Gespräch kommen. Das kann man meinen, kann man aber auch nicht meinen, Milena. Denn wir haben ja dieser Tage, ich weiß ja schon, wir sprechen ja manchmal angeblich auch, wenn wir gerade nicht eine Sendung machen. Ich weiß ja schon, dass du sie besonders liebst und dich das sehr darüber gefreut hast. Wir erleben ja durchaus, dass gewisse andere Menschen offensichtlich den Krieg ein paar 30 Jahre fortsetzen wollen, wenn man es richtig versteht, oder? Zumindest ist Agnes Strack-Rheinmetall aufgefallen mit einer Selbstinszenierung, die es in sich hat. Also so richtig für Frieden hat man zumindest das Gefühl, ist sie nicht, oder? Ach ja, das ist ja die Satire der Woche. Oma Courage. Auf dem Wahlplakat, die will ja ins Europaparlament, ja, und auf dem Wahlplakat steht Oma Courage. Ich meine, Oma Courage, das ist nach Mutter Courage natürlich, anders kann es ja gar nicht sein. Diese geschäftstüchtige Kriegsgewinnerin von Brecht, die in dem Stück sagt, ich lasse mir den Krieg von euch nicht madig machen. Das muss man sich vorstellen. Und alle ihre Töchter verliert, ja. Und alle ihre Kinder verliert, ja, ganz genau. Und das schreibt, ich meine, die waren weder in der Agentur noch in der FDP, war irgendjemand so schlau, zumindest mal auf Wikipedia zu ergoogeln, was das überhaupt ist, ja. Ich meine, Oma Courage, also das trifft natürlich perfekt auf sie zu, ja. Aber das könnte mal, also diese Posse könnte wirklich mal ein Synonym für PR-Desaster werden. So nach dem Motto, also bei uns im Ruhrgebiet würde man sagen, Oma Courage, Oma Blamage, Oma im Arsch. Das wäre so Ruhrgebiet-Style. Aber wer,
weiß, so. Melina, wer weiß. Vielleicht sind ja diese Leute, die das gemacht haben, so ganz perfide, die sie gedachten, oder die wirklich dachten, das machen wir jetzt, was drücken wir dir so rein, die ist so blöde, die freut sich noch darüber. Und ihre ganzen Wähler auch. Und die raffen gar nicht, was wir da machen. Eventuell war das ja hohe Kunst, so eine Art Donaldistenverein. Wir erinnern uns. Ja, das ist auch möglich. Aber ich würde ganz gern noch mal was zu der Kriegsgeschichte sagen. Mhm. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit dem Psychoneuroimmunologen Professor Christian Schubert, auch ein Freund dieses Kanals, ja. Und dann ging es auch um, also mit ihm und Kai Stuth, und dann ging es auch um Pseudorealität. Ja? Pseudorealität, das ist so etwas, wo Fakten nicht zählen. Ich meine, was wollen die da? Die Ukraine wird das nicht gewinnen. Das sagen ja auch alle Korrespondenten der Altmedien inzwischen. Ja? Also, dass die Ukraine auf einem recht hoffnungslosen Posten in diesem Krieg steht. Aber bei der Pseudorealität ist es so, das sagt Christian Schubert, ist wie beim Verliebtsein. Ja, wenn du richtig verknallt bist, da kann dir auch jeder Freund kommen und beweisen, dass deine Angebetene nur hinter deinem Geld her ist. Das zählt null. Du wirst niemals darauf eingehen. Du wirst den Freund abservieren, ja. Aber du wirst niemals sagen, oh, das sind Fakten, das sind Zahlen. Jetzt trenne ich mich von meiner Freundin oder spreche mal mit ihr. Wird wahrscheinlich keiner tun. Und das ist das, was wir hier haben. Und wenn jemand wie der Papst unterwegs ist und von Frieden spricht, dann heißt das jetzt übrigens Friedenspopulismus, ja. Also das ist so, wir sind ja im Land der Dichter und Denker. Friedenspopulismus heißt das ja. Worüber lachst du eigentlich? Das mit der Freundin. Jetzt trenne ich mich von meiner Freundin. Oder ich rede mal mit ihr. Habeck sagt ja über den Staat, wir sind ja hier alles keine Idioten. Das ist natürlich falsch. Doch, das sind Idioten, die da für den Staat arbeiten. Ganz klar. Nicht, dass Habeck ein Idiot sei. Das habe ich damit weder semantisch noch indirekt angeguckt. Das wäre natürlich justiziabel. Aber da sitzen die. Nein, ja, Habeck spricht ja von Dritten. Und ich sage, diese Dritten sind Idioten, nicht er. So, mal ganz deutlich. Für lieber Anwälte. Aber da sitzen dann diese ganzen Schlappschwänze, und das beziehe ich jetzt sehr wohl auf jeden einzelnen Teilnehmer, hören sich diesen Schwachsinn an und sagen nichts. Absolut gar nichts. Ja, es wäre die Gelegenheit, absolut höflich aufzustehen und sagen, Herr Habeck, wovon reden Sie ja eigentlich? Haben Sie die Realität, von der Sie angeblich umzingelt sind, immer noch nicht zur Kenntnis genommen? Nein. Diese ganzen Knallchargen hören sich das an und nicken, wie artige deutsche Mitläufer das tun. Ja, und da schrieb im Internet, sehr gut, Herr Grandler, zutreffend, ja, auf Kurs mag er sein, aber die Titanic war auch auf Kurs. Und genau das ist es. Mit diesen Schlappschwänzen als Lobbyisten. Ja. Ich beobachte den ja bei diesem, also diese Rede ist eigentlich nicht wirklich zu verstehen. Man muss sie mehrfach hören, um zu ahnen, was er meinen könnte, so ein bisschen. Also wenn man die ganz hört, ja, also und ich denke, ich bin mir ziemlich sicher inzwischen, dass der Habeck sich nicht vorbereitet auf solche Termine. Also da ist ja auch kein Redenschreiber dabei. Niemand würde so eine Redenschreiber, also der hat wahrscheinlich keinen, der hat nur Fotografen, ja. Ich glaube auch, dass er während des Sprechens nicht wirklich weiß, was er sagt. Also das ist so eine Art permanenter verbaler Überlebenskampf, ja. Und Habeck ist für mich ein Unfall, dem wir in super Zeitlupe zuschauen. Wir wissen noch nicht genau, wie es ausgeht. Wir wissen nur, es kann nicht gut ausgehen. Ich habe so eine Ahnung, wie es ausgeht. Aber ja, aber ich würde noch ganz gern was zu diesem E.ON-Chef sagen, ja. Ja, also der E.ON-Chef Birnbaum, der hat doch tatsächlich den Vorschlag gemacht, den Zubau weiterer Erneuerbarer mit dem Ausbau der Netze zu synchronisieren. Ja, also man könne nicht erneuerbare Energien beliebig zubauen, wenn die nicht bei den Kunden ankommen. Das muss man sich mal vorstellen. Das passiert seit Jahren. Da werden Windräder gebaut ohne Netze. Da wird Strom produziert, der kommt aber nirgendwo an, schon gar nicht beim Kunden, ja. Und noch verrückter ist, dass die Welt, also die Zeitung, die Welt, nennt das, was der Herr Birnbaum gesagt hat, einen politisch heiklen Vorschlag. Ich meine, der Kaiser ist nackt. Und dann kommt der Birnbaum als kleiner Junge und sagt, der Kaiser ist nackt. Und dann sagen die, das darfst du nicht sagen. Ja. Der hat doch so schöne Klamotten an. Also so kommt mir das vor, oder? Ja, aber das ist Deutschland. Das ist Wahnsinn, Deutschland. Wahnsinn. Da stehen sie alle und sagen, jawohl, gehen wir mit, mein Führer. Schön ab in den Untergang. Wird zwar nicht schön. Das ist eine Politik wieder der Naturwissenschaft am Ende. Und das Verrückte und völlig Paradoxe ist, dass sie einem ja immer mit der Wissenschaft kommen und dem großartigen Konsens. Und die haben wirklich noch nie sich Gedanken gemacht. Ja, so ist es und so wird es auch weitergehen, meine Prognose zumindest, und die damit verbundene Ergebnis halte ich auch weiter. Das macht der Habeck dann wieder heile. Das klingt so ein bisschen gruselig, Melina, das ist so ein bisschen wie bei unserem Märchen. Machen. Nee, bitte nicht, stopp. Wie viel schönsten Weltuntergänge? Ja, geht. Das ganze System ist korrupt, das ganze System ist am Ende und wir erleben jetzt hier, dass das eigentlich nur noch Schaumschlägerei war, die vielen, vielen Jahre.
Tja, und während Matthias von der Couch gewissen hat, stellen wir fest, unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechen der beherrschenden Parteienkorruption befreien. Es ist allein an uns, den Journalisten Julian Assange aus seiner Folterhaft zu befreien und den Massenmörder Karl Lauterbach der Strafe zuzuführen, nach der seine Taten schreien. Wir sind es, die den Syndikaten von EU, WHO und NATO endlich den Rücken kehren und sie samt aller anderen Besatzer aus unserem Land jagen müssen. Es ist an uns, Deutschland endlich zu dem zu machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon wird es je werden ohne eine Revolution. Eine Revolution für unser Grundgesetz. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihrem Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Denn Widerstand ist nie zwecklos.